mit Profifußballern wie Vincenzo Grifo, Marco Reus oder auch einem ganz berühmten Trainer wie Steffen Baumgart Videos aufzunehmen, damit auch noch Geld zu verdienen, das ist doch wohl der Traum von jedem Fußballbegeisterten. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wie wäre es denn mit einem Experiment? Ich habe 100 Fußballprofis bei Instagram geschrieben. Wie viele von den 100 geantwortet haben, beziehungsweise auch was sie geantwortet haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Jetzt stellt sich eine Frage, wie bekomme ich denn die Fußballer dazu, dass die auch bei meinem Format mitmachen? Ich habe knapp 700 Follower bei Instagram und aus diesem Grund könnte es eventuell ein bisschen schwierig werden, dass die Nachricht bei den Profis überhaupt angezeigt wird. Aus diesem Grund folgt mir einfach bei Instagram, vielleicht kriegen wir eventuell noch Cristiano Ronaldo bei diesem Format ran. Doch jetzt kommt das größte Problem bei dieser Geschichte. Was schreibe ich diesen Leuten, dass sie mir antworten? Ich muss ihnen eine Nachricht schreiben, die sie absolut vom Hocker haut. Was wäre denn jetzt aber eine Nachricht, die sie absolut vom Hocker haut? Nach ein paar Minuten ist mir dann der absolute Masterplan eingefallen. Also habe ich mich an meinen PC gesetzt und habe so schnell in die Tasten gehauen, wie ich nur konnte. Da war jetzt noch die Frage, welche Fußballer schreibst du denn genau an? Ich habe mir 100 deutsche Profifußballer aus den ersten, zweiten und dritten Ligen in Deutschland ausgesucht und auch einige Profis, die außerhalb von Deutschland spielen. Kommen wir nun dazu, nach welchen Kriterien ich die Fußballer ausgesucht habe, die ich anschreibe, und ich muss euch sagen, es gab gar keine Kriterien. Aber irgendwo brauchte ich einen Startpunkt, also bin ich auf das Profil von meinem Bruder Vincenzo Grifo gegangen, hab so ein bisschen seine Follower durchgeguckt und hab mal geschaut, wer könnte mir da sympathisch vorkommen. Dann habe ich mal wieder den halben Tag damit verbracht, mir eine ewig lange Liste zu machen, wo ich mir alle Fußballer aufschreibe, die dazugehören. Dort sind Spieler wie Felix Groß, René Adler, Aktive und auch Leute, die aufgehört haben. Und während meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass ich auch einfach alle Bayern-Spieler hätte anschreiben können. Aber um ehrlich zu sein, was glaubt ihr, wie viele würden davon antworten? Ich glaube nicht so viele. Also habe ich mir auch ein paar vermeintlich kleinere angeschrieben, natürlich alles trotzdem Profifußballer, aber eventuell einige, die vielleicht auch antworten würden, denn dieses Experiment soll eventuell auch dazu dienen, dass ich wirklich ein paar Fußballspieler rankriege, um ein paar neue Erzählmerfolgen mit denen aufzunehmen. Also habe ich mich direkt auch an die Arbeit gemacht und habe den ganzen Tag damit verbracht, Instagram-Nachrichten an Profifußballer zu schreiben. Und wie es bei einem YouTuber natürlich nicht immer perfekt läuft, gibt es auch bei diesem Experiment zahlreiche Probleme. Bei Instagram gibt es nämlich eine Funktion, die es nur Leuten erlaubt, die zu schreiben, denen du auch selber folgst. Das bedeutet, die Nachricht wird bei ihm auch niemals ankommen. Das zweite Problem besteht darin, dass die Fußballer ja natürlich auch eine große Fanbase haben, der ein oder andere Fan ihm auch mal eine Nachricht schreiben wird und dann passiert es auch, meine Nachricht dann eventuell gar nicht gesehen wird. Gehen wir davon aus, dass wir Problem 1 ausschließen können und meine Nachricht durchgekommen ist, Problem 2 ausschließen können und er auch meine Nachricht gelesen hat, dann gibt es nur noch das dritte Problem und zwar, er kennt mich ja gar nicht. Das bedeutet, er weiß ja gar nicht, wie meine Arbeit aussieht, beziehungsweise wie ich das Video zusammenschneide, um ihn nicht im schlechten Licht darstellen zu lassen. Stunden später und ich werde euch mal ein kleines Update geben, was genau bis jetzt passiert ist. Und wie ich schon vermutet habe, absolut nichts. Außer Kevin Schlotterbeck, dem ich natürlich auch geschrieben hatte, der hat anscheinend meine Nachricht gelesen und hat auch meine Story geguckt. Kevin, wie sieht's denn aus, wenn du schon den gleichen Namen hast wie ich? Warum machst du nicht einfach mit? Geantwortet hat er mir leider nicht. Und dann ist was ganz Verrücktes passiert. 2 Minuten, nachdem ich die Aufnahme gemacht hatte, hat mir der erste Spieler auf Instagram geantwortet. Und zwar ist es Torben Marx. Für alle Jüngeren unter euch, die ihn nicht kennen, er hat 2015 seine Karriere schon beendet, hat aber über 250 Bundesligaspiele absolviert. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht damit gerechnet, dass mir überhaupt einer antwortet, aber jetzt haben wir in den ersten 24 Stunden schon den ersten, der mir geantwortet hat. Und zwar hat er mir geschrieben, hi Kevin, danke für deine Nachricht, wo soll der Spaß denn stattfinden? Und somit hatte ich nach 24 Stunden den wahrscheinlich ersten Profifußballer, den ich erreicht habe und eventuell vielleicht auch den nächsten Interviewgast für euch. Wie das Gespräch aber weitergegangen ist, erfahrt ihr ein bisschen später. Gerade noch drüber gesprochen, hat mir jetzt sogar schon der zweite geantwortet und zwar ist es Yannick Stark. Und mit der Nachricht hätte ich nicht gerechnet, er hat mir geschrieben, dass er sogar schon 2 Folgen von dem Erzählmer-Format gesehen hat. Kann mir mal bitte irgendeiner erklären, ob ich der Einzige bin, der direkt nach dem Aufstehen direkt an sein Handy geht? Und ich muss euch sagen, das ist eigentlich eine der schlechtesten Entscheidungen, die man machen kann. Aber heute war es eventuell eine gute Entscheidung, denn ich habe gesehen, wer meine Storys so angeguckt hat. Und es ist ein weiterer Profifußballer dabei, und zwar Sebastian Polter von Schalke 04. Glaubt ihr eigentlich, Schalke wird absteigen? Ich drehe die Szene jetzt gerade nach dem Derby und man muss sagen, Schalke hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. 2-2 gegen Dortmund. Gut ab. Geantwortet auf meine Nachricht hat er leider auch nicht, aber er weiß jetzt zumindest, dass ich existiere und dass ich Videos mit Profifußballern mache. Deswegen, Sebastian Polter, wenn du dieses Video siehst, melde dich, ich will dich in meinem Format haben. Und dann ist mir etwas in den Kopf gekommen, wo ich mir dachte, alter Schwede, wie bist du denn darauf gekommen? Glaubt ihr, es gibt Profifußballer, die auch so Fake-Accounts haben, um einfach Stories von Leuten zu gucken, wo sie nicht wollen, dass man sieht, dass sie die Stories geguckt haben? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich schon, weil ich habe 100 Profifußballern geschrieben. Kann ja nicht nur sein, dass ungefähr 2 Leute meine Story gesehen haben. Stellt euch mal vor, Cristiano Ronaldo hat einfach ein Fake-Profil, wo er so CR7
7-Styler26 heißt. Mir ist auch ehrlich gesagt aufgefallen, ich glaube, ich habe den Spielern einfach zum falschen Zeitpunkt geschrieben. Ich habe ihnen an einem Freitagabend geschrieben, wo sie entweder feiern sind oder Sachen machen, die man als Fußballer nicht machen sollte. Oder eventuell sich auch einfach für das Spiel am nächsten Tag vorbereiten und vielleicht nicht so viel in ihre Nachrichten gucken. Außerdem kommt noch dazu, wenn es nach dem Spieltag war, haben sie etliche Nachrichten von den Fans in den DMs und ich glaube nicht, dass meine Nachricht da eine Chance hat. Aber was soll man machen? Ich habe die Nachrichten jetzt geschrieben. Wichtig ist in diesem Moment aber auch zu erwähnen, dass ich dieses Video nicht mache, um irgendwelche Profifußballer schlecht zu reden. Lüge, 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 Lüge. Und wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass dieses Video inspiriert ist von Celtics. Der hatte das mal in einem Video gemacht, wo er einfach 100 Influencer geschrieben hatte. Und ich dachte mir so, hey, wieso soll ich das nicht mit 100 Profifußballern machen? An dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, ich habe endlich die 5000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Meilenstein in der Weltgeschichte ist oder nur ein Meilenstein in meinem komischen Leben. Lasst doch einfach gerne ein Like und ein Abo da. Vielleicht knacken wir dieses Jahr auch nochmal die 20.000. Neuer Tag, neues Glück. Gestern war das Champions League-Rückspiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Und aus diesem Anlass dachte ich mir mal, schreibe ich mal einfach Thomas Müller und habe ihm geschrieben, hey Thomas, du bist echt eine geile Sau, mach bloß weiter. Dann saß ich hier so voller Langeweile in meinem Zimmer und dachte mir, ich muss nochmal ein paar Leuten ein paar nette Nachrichten schreiben. Also habe ich Karius geschrieben und ihm gesagt, dass nicht mal Casillas den Verrückzieher von Bale gehalten hätte. Großkreuz habe ich geschrieben, dass er der Beste ist, ich aber nicht verstehe, warum er Fischkreuz bei Instagram heißt. Und bei Schüler habe ich mich bedankt, dass er die Vorlage auf Götze gespielt hat, die Deutschland den WM-Titel besorgt hat 2014. Also aktuell ist keine gute Ausbeute und um ehrlich zu sein, bin ich am überlegen, ob ich allen Spielern nochmal eine Nachricht schreibe, um sie eventuell jetzt an einem Dienstag nochmal aufmerksam zu machen auf mich. Aber dann denke ich mir so, will ich die Leute einfach nerven damit mit den Nachrichten? Und dann dachte ich mir so, na klar will ich die Leute einfach nerven, was will ich denn sonst von denen? Aber ich würde sagen, wir warten jetzt nochmal ein, zwei Tage, ich schaue mal, ob eventuell noch jemand antwortet und dann kann ich mir nochmal überlegen, ob ich nochmal den Leuten eine Nachricht schreibe. Zwei weitere Tage sind vergangen und ich muss sagen, ich hatte wirklich wenig Hoffnung, dass mir überhaupt noch jemand antwortet, weil in den letzten zwei Tagen gar nichts passiert ist. Aber dann kam eine Nachricht, über die ich mich extrem gefreut habe und zwar hat mir Tunay Torun geantwortet. Tunay hat damals, bevor er in die türkische Liga gewechselt ist, in der Bundesliga für Hertha BSC, Hamburger SV und auch den VfB Stuttgart gespielt. Und ich muss sagen, war auch immer ein unglaublicher Spieler, den ich damals in der Bundesliga schon verfolgt habe. Umso mehr freut es mich, dass er mir überhaupt geantwortet hat. Er hat mir geschrieben, dass er wenig in seine DMs schaut, deswegen die Nachricht erst so spät kommt. Aber was mich auch extrem freut, auch er hat schon eine Folge von mir gesehen. Und was noch viel krasser ist, dass er zugestimmt hat, bei dem Format auch mitzumachen. Neuer Tag, neues Glück oder besser gesagt auch neuer Tag, neues Pech, denn es hat mir der erste Profifußballer geantwortet, der mir aber auch abgesagt hat. Und zwar ist es Orkan Cinar. Der Mann ist in Berlin groß geworden, ich kenne ihn persönlich nicht. Muss aber sagen, dass ich seinen Weg irgendwo doch ein bisschen mitverfolgt habe, da Berlin wie ein Dorf ist. Er hat mir geschrieben, hey Kevin, hab reingeguckt und finde echt cool, was du machst. Wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und alles gut, aber bin leider nicht der Typ dafür. Ich setze mich nicht gerne vor die Kamera und fange an zu erzählen. Danke dir aber trotzdem, wie gesagt, wünsche dir viel Erfolg, bleib dran. Der erste Mann, der abgesagt hat. Aber man muss sagen, guckt euch mal bitte an, was für eine Nachricht er geschrieben hat. Er hätte mir auch einfach sagen können, Junge, halt die Schnauze. Kommen wir mal zu einem kleinen Zwischenfazit. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir so viele Leute antworten. Aber jetzt habe ich Blut geleckt. Und ich muss sagen, nachdem mir jetzt wirklich einige Profifußballer zugesagt haben, bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Ausbeute und habe mir gedacht, ich schreibe noch ein paar Profifußballern und versuche es einfach von mir zu überzeugen. Also habe ich alle meine Gehirnzellen arbeiten lassen, wie Jimmy Neutron in seinen besten Zeiten, und habe mir überlegt, was kannst du den Profifußballern jetzt nochmal für eine Nachricht schreiben. Haaland habe ich geschrieben, dass er eine absolute Maschine ist. Niklas Füllkrug habe ich geschrieben, dass ich auch eine Zahnlücke habe und wir gerne mal gucken können, welche größer ist. Holger Badstuber habe ich geschrieben, come to Galatasaray. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum ich ihm geschrieben habe, come to Galatasaray. Ich habe mit Galatasaray gar nichts am Hut, aber ich lese immer diese komischen Kommentare. An dieser Stelle würde ich mich gerne auch nochmal bedanken für... Mann, wer schreibt mir denn während der Aufnahme? Während ich hier gerade die nächste Szene am Drehen war, hat mir schon der nächste Profifußballer geantwortet. Und zwar ist es Enes Benatira. Und ich muss sagen, seine Geschichte ist wirklich geisteskrank. Der Mann hat so viel in seiner Karriere erlebt. Und seine Antwort war kurz und trocken. Hallo Kevin, ja, können wir machen. Aber bevor ich hier irgendwas drehe, guckt euch mal bitte dieses Chaos hier an. Ich habe so viele neue Sachen bestellt, damit das Format auch weiterhin hochqualitativ bleibt. Stativ, was 18 Meter groß ist. Naja, ich habe zwar diese Kamera jetzt gekauft. Die sieht auch bestimmt teuer und gut aus. Aber jetzt muss ich nur noch lernen, wie man sie auch richtig benutzt. Ich habe diese Kamera gerade so ein bisschen ausprobiert und habe gesehen, irgendwie ist alles schwarz und dachte mir so, Alter, sag nicht, die haben mir eine kaputte Kamera zugeschickt, bis ich dann bemerkt habe, vorne ist der Deckel die ganze Zeit noch drauf. Freunde der Sonne, aber an dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die Erzählmer-Folgen so krass supporten. Die Videos machen geisteskranke Aufrufe. Was noch viel, viel wichtiger ist, ich merke in den Kommentaren einfach die Liebe, die ihr mir gebt und vor allem auch die Motivation weiterzumachen und euch weitere geile Erzählmer-Folgen zu bringen. Nach 7 Tagen warten wollte ich gerade das Outro von diesem Video zu Ende drehen. Dann hat mir im letzten Moment nochmal ein Spieler geschrieben und zwar ist es Andreas Beck. Deutscher A-Nationalspieler gewesen, hat knapp 300 Bundesligaspiele bestritten. Unter anderem für TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart. Und dann alle meine türkischen Freunde, ja, er hat auch 2 Jahre bei Beşiktaş gespielt. Er hat mir geschrieben, großer, grüß dich, wir machen das mal früher oder später, aber gib mir bitte noch Zeit, viele Grüße. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich mit diesem Experiment überhaupt bezwecken wollte, denn ich hätte nicht gedacht, dass bei 600 Followern mir überhaupt irgendjemand antwortet. Aber ich habe es geschafft, dass mir überhaupt ein paar antworten. Ich habe es auch geschafft, dass mir einige zusagen. Lasst gerne ein Like auf das Video da, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann alle Profifußballer, die sich nicht trauen, mir zu schreiben, schreibt mir, ihr könnt gerne mitmachen. Bo, 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 bo. Yeah. Boom, bah.